Es geht mal wieder um Lautsprecher. Und zwar um Lautsprecher für 3D-Tonformate. Welche kann man nehmen? Welche bieten sich an? Welche Möglichkeiten habt ihr? Heute schauen wir uns eine Auswahl an. Bevor es mit den 3D-Lautsprechern losgeht, noch schnell die Frage der Woche. Übrigens, wer Fragen an mich hat, schreibt bitte in die Kommentare unter dem Hashtag Frage an Olaf. Alles, was euch so einfällt. Ja, und ich pick mir da jede Woche einen raus und versuche, die kurz und knapp zu beantworten. Die heutige Frage kommt von Hendrik Mock. Frage an Olaf: Wie viel kostet denn circa ein Heimkino? Ja, eine gute, wenn auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Naja, was kostet denn ein Heimkino? Man müsste erstmal festlegen, was ist denn überhaupt ein Heimkino? Ich lege jetzt mal fest, ein Heimkino ist eine Installation mit einem großen Bild jenseits des 65-Zoll-Fernsehers und es sollte ein Surround-Audiosystem haben. Also mehr als zwei Lautsprecher vorne sollten es doch schon sein für ein Heimkino. Okay, und was kann dann sowas kosten? Na, ich denke, man kann sich sowas natürlich gebraucht kaufen, dann kann man den Preis nicht festlegen. Wenn man sowas jetzt neu kauft, würde ich mal so einschätzen, los geht's vielleicht bei so einem kompletten Audiosystem für 1000 Euro. Dafür kriegt man vielleicht schon ein ganz kleines Heimkinosystem hin, was auch halbwegs klingt. Und dann braucht man entweder einen großen Fernseher, der wird wahrscheinlich teuer, dann eher einen preiswerten Projektor. Aber die 1000-Euro-Klasse dürfte man auch schnell erreichen, wenn man ein gutes Bild haben möchte. Dann noch eine Leinwand dazu, ein bisschen Krimskrams. Ich denke mal 3000 Euro, ja, dann kann ich euch zumindest mal eine Zahl sagen. Aber auf der anderen Seite kann natürlich ein Heimkino auch durchaus sechsstellig kosten. Ja, warum kann es denn nicht auch 100.000 Euro und mehr kosten? Das gibt es tatsächlich. Je nachdem, was man für einen persönlichen Anspruch hat und natürlich am Ende, was man sich leisten kann, das gehört natürlich auch dazu und was man sich leisten möchte. Ich finde, es ist gar nicht so wichtig, wie viel kostet ein Heimkino. Ein Heimkino muss einfach Spaß machen. Und jeder hat da seine eigenen Bedürfnisse. Der eine ist mit einem 50.000 Euro Heimkino nicht zufrieden, ist einfach unglücklich. Und ein anderer erfreut sich über 2.000 Euro Heimkino. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Das ist so ähnlich wie ein Auto. Ja, ab wann, was kostet denn ein Auto? Kann mir jemand beantworten, was kostet ein Auto? Kann man natürlich auch nicht. Autos gibt es auch in allen Preisklassen. Okay, ich kann die Frage nicht perfekt beantworten, aber wenn die irgendwo zwischen 3.000 und 100.000 Euro liegt, kann man immer ganz coole Sachen machen. Ja, ich würde sagen, wir legen los mit dem heutigen Video. Viel Spaß dabei. Ihr interessiert euch für 3D-Ton und habt vielleicht noch keine Lautsprecher an der Decke? Naja, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Olaf von Kino im Wohnzimmer und wir wollen uns heute mit dem Thema 3D-Lautsprecher beschäftigen. Ihr wisst sicherlich, es gibt aktuell drei Formate. Es gibt Auro 3D, Dolby Atmos und DTS:X. Auro 3D werden wir jetzt mal so ein bisschen ausklammern, weil die haben doch sehr, sehr spezielle Anforderungen. Da muss man auch oft Lautsprecher nehmen, die man eigentlich unten hat. Man sollte alles die gleichen nehmen. Die Aufstellung ist im Wohnzimmer doch ein bisschen komplizierter. Nicht unmöglich, kann man machen, geht. Wir wollen uns heute aber beschränken auf Dolby Atmos und DTS:X, die im Prinzip sehr, sehr ähnliche Anforderungen von ihren Lautsprechern, Aufstellung und auch ja, den Lautsprecher an sich haben. Ich habe mal eine kleine Auswahl zusammengestellt. Das alles hier sind Lautsprecher, die wir in unserem täglichen Installationsleben tatsächlich auch benutzen und die wir alle schon mal für 3D-Ton eingesetzt haben. Jetzt müssen wir als allererstes unterscheiden, was diese Lautsprecher ja so grundsätzlich als Unterschied haben. Also der grundsätzliche Unterschied ist meiner Ansicht nach, es gibt Lautsprecher zum Einbau, die man also in irgendwas einbauen muss, in Möbel, in Decken, in Verkleidungen, in Kästen. Und es gibt fertige Lautsprecher, die sehen wir auf dieser Seite. Das sind Lautsprecher, die kann man einfach so von der Stange kaufen und ja, sie einfach anbauen und im besten Fall haben sie sogar schon einen Halter mit dabei. Naja, welche Möglichkeiten es da gibt, schauen wir uns gleich im Einzelnen an. Zuerst muss man uns aber noch beschäftigen mit der Anordnung der Lautsprecher. Wo sollen diese dort denn hin? Es gibt ja so ein paar kleine Regeln. Ich weiß, im Wohnzimmer kann man die meistens nicht so ganz befolgen. Will man jetzt also auf Deckenlautsprecher erweitern, gibt es ja einmal die Möglichkeit mit High-Lautsprechern. High-Lautsprecher sind Lautsprecher, die kommen eher im vorderen Bereich an der Wand montiert, ja, und werden dann zum Hörplatz ausgerichtet. Und es gibt Top-Lautsprecher. Top-Lautsprecher nennt man so
Deckenlautsprecher, die im Prinzip an der Decke angebracht werden. Bei Dolby Atmos sagt man im Prinzip, die sollen gerade runterstrahlen und im besten Fall haben sie so ein 45 Grad Abstrahlverhalten. Das haben die meisten Lautsprecher. So ein Lautsprecher machen das im Allgemeinen. Na klar, Deckenhöhe und so muss man immer ein bisschen mit bedenken. Man geht immer davon aus, dass man ungefähr 45 Grad vor einen oder 45 Grad hinter einen. Dolby gibt dann aber die Möglichkeit, da flexibel zu sein. Also auch 30 Grad, sagt Dolby mittlerweile, ist völlig in Ordnung. Das geht, das kann man schon machen. Und wenn man das alles nicht hinbekommt, weil der Raum zu klein ist oder die Decke viel zu hoch oder zu niedrig ist, dann kann man die Lautsprecher auch etwas ankippen. Was es da für Möglichkeiten gibt, schauen wir uns noch gleich im Einzelnen an. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Möglichkeit, die Enabled-Lautsprecher. Das ist dann zum Beispiel sowas, das sind diese Upfiring-Dinger, die man auf andere Lautsprecher raufstellt. Nicht mein Favorit, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Würde ich wohl im absoluten Notfall machen. Richtig gute Ergebnisse habe ich da selten gehört tatsächlich. Andererseits kann man so einen Lautsprecher, wo wir gerade bei diesem Lautsprecher sind, den könnte man natürlich auch als High-Lautsprecher benutzen, den vorne anbringen und dann ist er auf den Hörplatz so halbwegs ausgerichtet. Aber auch nicht mein Favorit, weil er lässt sich ja nicht schwenken. Es hat einen vorgegebenen Winkel, der kann ja nur durch Zufall bei euch stimmen. Diese Variante über Reflexion eher nicht, würde ich sagen, aber viele machen es. Ja. Ihr schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr damit gute Erfahrungen habt oder eher schlechte Erfahrungen. Ich sehe es eher so, wir arbeiten lieber mit High-Lautsprecher, die zum Hörplatz ausgerichtet sind oder mit Top-Lautsprecher, die nach unten strahlen, habt ihr die Möglichkeit, nicht hinter euch noch Lautsprecher zu positionieren, was in einem Wohnzimmer auch völlig normal ist, wenn die Couch an der Wand steht. Also ist ja eigentlich gar kein Problem. Dann müsst ihr nur darauf achten, dann sollten diese Lautsprecher nicht 45 Grad nach vorne sein, sondern die sollten eher 80 Grad nach vorne sein. Also das ist ziemlich steil vor einem. Dann habt ihr nur zwei Lautsprecher, aber habt trotzdem ein schönes 3D-Sound-Erlebnis. Also auf jeden Fall bringt ihr viel mehr Räumlichkeit beim Ton hin, als wenn ihr nur untenrum Lautsprecher habt. Wer das mal gehört hat, wird mir zustimmen. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn auch Ton von oben kommt, wenn das Flugzeug, der Hubschrauber da oben langfliegt oder wenn da irgendjemand abstürzt und man hört ihn da oben schreien. Es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Also lieber zwei gut positionierte Lautsprecher als vier schlecht positionierte Lautsprecher. Im normalen Wohnraum ist das meistens so circa einen Meter vor einem. Ja. Idealerweise hat man das auf den Achsen der Hauptlautsprecher und das ist es schon. Man ist da aber sehr flexibel. Also man muss das jetzt nicht auf einen Millimeter ausknautschen, wie ich es immer sage. Es muss Spaß machen, es muss jetzt nicht nach irgendeiner Norm gehen. Ja. Die Norm hat auch bloß sich irgendjemand mal ausgedacht. Finde ich gar nicht so problematisch. Legen wir mal gleich los mit Einbaulautsprechern. Habt ihr die Möglichkeit, nicht die perfekt zu positionieren? Das ist ganz normal, das haben ganz viele nicht. Dann nehmt einfach schwenkbare Lautsprecher. Hier mal ein Beispiel von TDG. NFC-Serie gibt es in verschiedensten Qualitäten und verschiedensten Größen, in verschiedensten Leistungsklassen. Und ihr seht, dieser Lautsprecher ist in seinem Gehäuse schräg verbaut. Das heißt, ihr könnt ihn hier einbauen und er strahlt gleich schräg raus. Und damit kann man natürlich von dieser Positionierung abweichen und man lässt den einfach etwas zum Hörplatz ausstrahlen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also zum Beispiel, wenn wir unsere Lichtruten bauen, dann müssen diese Lautsprecher ja oft ganz weit außen rein. Und da sind wir weg von diesen Achsen, auf denen es eigentlich sein soll. Dann nehmen wir diese. Die funktionieren super. Und je nachdem, welchen man davon wählt, klingen die auch wirklich hervorragend. Bleiben wir gleich bei Einbaulautsprechern. Einbaulautsprecher nimmt man ja immer dann, wenn man irgendeinen Hohlraum hat. Also man hat ja zum Beispiel eine abgehängte Decke. Im besten Fall 10 cm. Die meisten Einbaulautsprecher, das ist jetzt ein Beispiel vom Monitor Audio, die CS-Serie, die gibt es 140, 160, 180 in drei verschiedenen Größen. Übrigens alle Lautsprecher, die ich hier heute erwähne, könnt ihr bei uns auf der Website finden. Ja, guckt einfach mal bei Kino im Wohnzimmer auf der Seite und da findet ihr natürlich auch diese ganzen Lautsprecher. Habt ihr spezielle Fragen, könnt ihr anrufen und ihr könnt sie natürlich wie immer auch natürlich auch bei uns kaufen. Klare Empfehlung, Preis-Leistung, der Sieger bei uns, also die benutzen wir sehr, sehr oft, wenn wir Einbaulautsprecher einbauen können, wenn wir die Möglichkeit haben. Einbaulautsprecher sehen ja alle sehr, sehr ähnlich aus und das gibt es wirklich von allen Herstellern. Anderes Beispiel von Quadral nehmen wir auch. Die Casa-Serie gibt es auch für Decken, gibt es für Wandeinbau. Alle haben diese magnetischen Abdeckungen. Die gibt es in eckig, in quadratisch, in rechteckig, in rund.
meistens sind sie ja quadratisch oder rund für den Deckeneinbau. Da will ich ja gar nicht mehr darauf eingehen. Okay, so, also wisst ihr, Einbau-Lautsprecher. Es gibt tatsächlich noch eine dritte Variante zu Aufbau- und Einbau-Lautsprecher. Das sind Einbau-Lautsprecher in selbstgebauten Gehäusen. Das machen wir auch sehr, sehr oft, also gar nicht mal so selten. In unseren Dunkelkinos machen wir das fast ausschließlich. Wir bauen oft Gehäuse selbst. Ganz einfach, könnt ihr nachbauen. Wenn ihr ein bisschen handwerkliches Schick habt, baut euch einfach selber Holzkisten, leimt die gut zusammen und baut da einen Einbau-Lautsprecher ein. Und schon habt ihr einen relativ preiswerten Lautsprecher. Da kommt es ja nicht auf die Optik drauf an, weil wir es ja oft verkleiden. Manchmal machen wir das unter Deckensegeln, dass es einfach da drin verschwindet. Manchmal bauen wir auch ganz verrückte Konstruktionen, wie zum Beispiel, wir haben mal einen Millennium-Falken als Akustikelement gebaut. Und den haben wir komplett voller Lautsprecher gemacht. Sehr, sehr cool. Also da muss man auch mal kreativ sein. Gar kein Problem. Okay, bleiben wir bei Einbau-Lautsprechern. Ihr habt jetzt eine abgehängte Decke, aber ihr habt keine 10 cm Platz. Auch das passiert im wirklichen Leben sehr, sehr oft. Gibt's auch. Ultraflache Lautsprecher. Gibt es. Habt ihr da Interesse? Fragt bei uns nach. 5 cm Einbautiefe, mehr brauchen wir nicht. Gibt es von der Firma TDG. TDG ist übrigens ein Einbau-Lautsprecherhersteller, den ich sehr, sehr mag, weil qualitativ ganz weit oben angesiedelt. Vielleicht nicht die preiswertesten, aber sehr, sehr gute Qualität. Und die haben auch einen Lautsprecher, der ist 5 cm. Monitor Audio hat sowas auch. Da kann man dann, ich nenne es so Problemlöser. Na klar, das sind keine High-End-Lautsprecher. Das geht natürlich besser. Also dieser hier wird natürlich etwas besser sein. Aber es ist doch mal eine Lösung, oder? Ja, Eigenbaugehäuse, da machen wir nochmal ein separates Video zu. Ich nehme euch mal mit, dann bauen wir mal gemeinsam ein Gehäuse, das man auch in einem Wohnzimmer benutzen kann und das trotzdem an der Decke schick aussieht. Aber dazu ein anderes Video. Okay. Im Gegensatz zu diesen Einbaulautsprechern benötigen wir ja oft Aufbaulautsprecher. Sprich, Lautsprecher, die ihr eigenes Gehäuse mitbringen und die man als 3D-Sound-Lautsprecher anwenden kann. Das heißt, sie müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, wie man sie an die Decke bekommt. Dazu gleich ein kleiner Hinweis. Es ist ganz wichtig, wenn ihr solche Lautsprecher bei euch zu Hause an die Decke schraubt, ihr seid dafür selbst verantwortlich. Es gibt nämlich Lautsprecher, da sagt der Hersteller, die sind dafür eigentlich nicht gedacht. Deswegen kann man sie aber trotzdem dazu einsetzen. Ihr müsst nur wissen, ihr müsst sie vernünftig festmachen, dass sie keinem auf den Kopf fallen. Beste Beispiel dazu, was man da falsch machen kann. Bei der Vorbereitung zu diesem Video ist mir noch glatt ein Lautsprecher rausgefallen. Super. Weil ich ihn nicht richtig festgeschraubt hatte und dann habe ich hier erstmal gleich ein Chaos angerichtet. Das war der Fasson Satt von Dali. Ein sehr, sehr cooler Lautsprecher. Den kann man durchaus an eine Decke schrauben. Er bringt hier so einen kleinen Halter mit einem Kugelkopf. Funktioniert sehr gut. Dali sagt aber, er ist nicht zugelassen für die Decke. Wenn ihr das macht, schraubt das sehr gut fest. Hier ist eine kleine Made dran. Ich hatte sie nicht fest und schon flog mir das Ganze hier um die Ohren. Also ja, Eigenverantwortung. Ganz, ganz wichtig. Wir bleiben gleich hier beim Dali Fasson Satt. Es ist wirklich ein Lautsprecher, den kann man sehr, sehr universell einsetzen. Der geht natürlich auch als High-Lautsprecher. Man kann ihn an die Decke schrauben und zum Hörplatz ausrichten. Man kann ihn an die Wand schrauben, zum Hörplatz ausrichten. Man kann ihn aber auch gerade runter oben an die Decke schrauben. Wird sehr, sehr oft genommen. Auch Auro 3D-Installationen habe ich damit schon tatsächlich viele gesehen. Auro 3D machen wir jetzt nicht so oft, aber man sieht das immer wieder. Cooler Lautsprecher, Metallgehäuse, klare Empfehlung, benutzen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Andere Möglichkeit, wenn man Lautsprecher sehr unsichtbar machen möchte, Kiosk APS. Gibt es in schwarz-weiß, verschiedenen Größen. Ist ein Problemlöser, aber finde, es ist ein sehr cooler Problemlöser. Ich habe dazu ein separates Video gemacht, guckt hier rein. Ansonsten gibt es am Ende in der Endcard eine Playlist mit Surround-Ton. Und da findet ihr auch dieses Video, wo ich mich mit diesem Lautsprecher beschäftige und zeige, wie man den wunderschön in seinem Wohnzimmer integrieren kann. Brauche ich den jetzt gar nicht weiter erwähnen. Was können wir denn noch machen? Auch eine schöne Lösung, Monitor Audio Mass. Ist jetzt eine einfache Lösung, funktioniert aber gut. Gibt es wunderbare kleine Halter dazu, sehr gut. Haben Kugelkopf. Das heißt, man kann die auch als High positionieren. Man kann die als Atmos positionieren, von oben, als Top-Lautsprecher.
kann man auch ganz, ganz viel mitmachen. Am gleichen Halter, ja, diesen Halter gibt es natürlich auch in weiß und die gibt es auch in schwarz. Diese Lautsprecher gibt es alle in weiß und in schwarz. Deckenhalter, Monitor Audio Radioserie. Geheimtipp von mir, machen wir sehr, sehr oft. Ganz klein, Radius 45, okay, der wird jetzt nicht wahnsinnig viel Bass können, ist logisch, oder? Aber man kann damit einen kleinen 3D-Ton erzeugen. Macht man es ein bisschen besser, nimmt man den Radius 90 von Monitor Audio. Haben alle das Gewinde drin, passt alle diese Halter direkt dran. Und man kann sie zum Beispiel neben einer Leinwand als High-Lautsprecher positionieren. Hervorragend und sieht gar nicht schlecht aus. Matt-Weiß, cooler Lautsprecher, solltet ihr euch angucken. Bleiben wir bei der Radius-Serie. Das hier ist eigentlich ein Center-Lautsprecher. Radius 225. Ist eigentlich gedacht als flacher Center. Wenn man mal keinen großen Center hinbekommt, kann einem zum Beispiel passieren bei einer Ultra-Kurzdistanz-Projektion. Aber wir haben diesen auch schon als Deckenlautsprecher benutzt. Und der sieht cool aus und der ist recht flach und matt weiß. Man sieht ihn kaum an der Decke. Ihr müsst gucken, wie ihr den festbekommt. Ja, der hat Schlüssellochhalterung, der ist dafür nicht gedacht. Aber ein bisschen Geschick und man kriegt ihn an die Decke und hat einen sehr, sehr, sehr schicken Deckenlautsprecher, der dafür eigentlich nicht gedacht ist, aber eigentlich dafür auch sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt aber auch Lautsprecher, die sind dafür gedacht, durchaus. Eigentlich ein Onvo-Lautsprecher. Quadral. Phase 150, gibt es eine Nummer größer, auch noch in Phase 180. Quadral hat mehrere so eine schönen, relativ flachen On-Wall-Lautsprecher, so nennt man die, weil man sie eigentlich an eine Wand anhängt. Aber die Jungs von Quadral sind nicht doof und haben dazu einen Halter entwickelt. Diesen Halter kann man ja einfach hinten anschrauben. Zack. Und jetzt kann man diesen Lautsprecher damit an die Decke bringen. Und man kann ihn sogar neigen. Der Halter ist sogar verdrehbar und verschiebbar und man hat einen flachen, mattweißen Aufbau-Lautsprecher an der Decke. Auch klare Empfehlung, wird den nächsten Nachfolger bekommen. Noch gibt es aber diesen alten. Ich finde den eigentlich sehr, sehr cool. Also wenn ihr einen Lautsprecher sucht, der unauffällig an eurer Wohnzimmerdecke positioniert werden kann und auch darf natürlich, guckt euch den von Quadral an. Ja, Dali hat natürlich auch sowas. Oberon-Serie ist eigentlich auch ein Wandlautsprecher, lässt sich auch an die Decke bringen. Kleiner Geheimtipp noch von mir. Wollt ihr einen flachen Wandlautsprecher, ich sag mal jetzt egal von welchem Hersteller, an die Decke schrauben? Das ist ja normalerweise nicht so einfach möglich, weil eigentlich werdet ihr nur angehangen. Wenn ihr keine Angst davor habt und das braucht ihr nicht, dann macht ihr Folgendes. Ihr nehmt so einen Wandlautsprecher, schraubt das Chassis aus, das größte am besten oder das mittlere, und seid einfach mutig, bohrt zwei Löcher hinten ins Gehäuse und schraubt den direkt an die Decke. Hört sich blöd an, es ist aber nicht schlimm. Und schon wisst ihr 100% sicher, der hält da oben an der Decke. Chassis wieder rein, man sieht gar nichts, man sieht keinen Befestigungspunkt und ihr macht auch nichts Wirkliches kaputt. So ein Lautsprecher sind normalerweise MDF, das ist einfach nur ganz einfache, ich sag mal übertrieben preiswerte Holzplatten. Wenn ihr hier zwei kleine Löcher reinbohrt, da geht die Welt nicht unter. Der Hersteller bohrt hier selber auch viele Löcher rein. Habt da keine Angst vor. Selbst wenn ihr den irgendwann mal wieder abnimmt und wieder zu was anderes benutzen wollt, ja, macht die Löcher zu. Zwei Kleckse, Montagekleber rein oder so. Und ihr könnt den Lautsprecher weiterverwenden und man sieht es nicht. Ja? Ich weiß, man bohrt im Lautsprecher keine Löcher. Ja, aber manchmal muss man das machen. Und es ist wirklich nicht schlimm. Also, mein Tipp, seid da einfach mutig und bohrt da einfach zwei Löcher ins Gehäuse. Da passiert gar nichts weiter. Okay, wir sind durch. Ich habe euch mal eine kleine Auswahl an Lautsprechern gezeigt, die wirklich für 3D-Ton einen guten Dienst machen. Ja? Also sucht ihr einen Lautsprecher, mit dem ihr endlich mal jetzt euren 3D-Ton im Wohnzimmer oder in eurem Kinoraum umsetzen könnt. Guckt euch zum Beispiel diese an, aber es gibt von anderen Herstellern auch noch andere. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe ein paar Anregungen geben können. Ansonsten guckt hier mal in die Endcards. Hier sind noch schöne Videos und wie gesagt, wie jedes Mal, abonnieren nicht vergessen und teilen und die Glocke und so weiter. Und ich freue mich immer über diesen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!